Also mein Name ist Michael Hechinger. Ich bin der Eigentümer der Christbaumkulturen Michael Hechinger. Erfahrungen habe ich hauptsächlich aus dem elterlichen Betrieb gesammelt. Generationen können wir zurückblicken auf ca. 50 Jahre im Christbaumanbau. Und diese Erfahrungen setze ich in meinen Kulturen ein. Also ich bin eigentlich als kleiner Bursche auf dem Christbaumfeld mit meinem Vater gewesen. Ich bin von klein auf mit den Christbäumen aufgewachsen und habe immer schon die Verbundenheit zum Tannenbaum gehabt an Weihnachten. Ja, das fachliche Wissen, was macht den Weihnachtsbaum zu einem schönen Weihnachtsbaum? Als kleiner Bub habe ich halt die kleinen Baum verkauft und mein Vater die großen Baum. Und so bin ich eigentlich in das Ganze eingewachsen. Weihnachten ist am 24. Dezember, da ist wieder alles um. Und bis dahin muss einiges getan sein. Also nach dem Abernten der Weihnachtsbäume werden die Flächen grobflächig gemulcht. Das heißt, Restbestände an Bäumen, die nicht verkauft werden konnten, werden zu kleinen Hackschnitzeln verarbeitet und in den Boden eingearbeitet. Der nächste Arbeitsschritt ist dann das Fräsen der Wurzelstöcke. Da wird in einer Bodentiefe von ca. 25 cm die bis zum Mastkrug starken Wurzelstöcke entfernt. Also im Frühjahr machen wir Pflegearbeiten. Die Vorbereitung für die Herbstpflanzung, das heißt, Bodenproben werden entnommen, der Spezialdünger für die Fläche exakt gemischt und ausgetragen. Während des ganzen Jahres mulchen wir mit unserem Spezialmäher zwischen den Bäumen, um so dem Baum den nötigen Freiraum zu geben. Nachdem übers Jahr um die Kultur mit Nährstoffen versorgt wurde, werden im Herbst die neuen Setzlinge gepflanzt. Das Etikettieren der Weihnachtsbäume erfolgt bei uns ca. August, September. Verschiedene Preisklassen, verschiedene Höhen und verschiedene Qualitäten werden dort vor Ort am Baum schon festgelegt. Bereits in der ersten Oktoberwoche beginnen wir mit der Tannengrünernte. Die Äste, die schönes Tannengrün haben, eine schöne Fülle haben, zu großen Bündeln mit 15 Kilo zusammengepackt. Und die Auslieferung erfolgt dann zeitnah an die Gärtnereien. In der ersten Novemberwoche beginnt bei uns die Christbaumernte. Die etikettierten Bäume werden dort vor Ort geschlagen, werden gleich geschnitten. Der Stumpf wird bearbeitet, dass er in jeden Christbaumständer passt. Der nächste Arbeitsschritt ist dann das Netzen der Bäume, um Transportschäden zu vermeiden. Nach dem Netzen werden sie in Paletten geschichtet und zeitnah zu den Händlern und Großkunden ausgeliefert. Unsere Kulturen werden das ganze Jahr gepflegt, um auf Weihnachten den schönstmöglichen Baum für unsere Kunden zu produzieren. Natürlich auch eine schöne Nadelfülle, eine schöne Form, ausreichende Auswahl in sämtlichen Größen. Unsere Flexibilität auch gegenüber den Großhändlern. Heute bestellen, morgen können wir liefern. Circa 70% unserer Weihnachtsbäume geht an den Großhandel. Die restlichen 30% werden auf Feld verkauft oder auf unseren eigenen Ständen. Der Abfeldverkauf ist ein großes Erlebnis für die ganze Familie. Den Baum selber schneiden dort, wo er gewachsen ist. Als besonderes Event für Firmen bieten wir auch das Christbaumschlagen ab Hof an, im gemütlichen Beisammensein bei Glühwein, Plätzchen, Punsch oder auch unser Weihnachtsstand auf Rädern. Also wir kommen mit frisch geschnittenen Bäumen und mit unserem LKW zum Firmengelände. Somit wird der Christbaumkauf zum Event. Also für uns ist Weihnachten eigentlich die Arbeit vom ganzen Jahr, um dem Kunden einen schönen Weihnachtsbaum zu präsentieren. Das Durchspazieren durch die Christbaumkulturen, die Kontrolle der Bäume, die Kontrolle der Einzäunungen, das macht mir Spaß, das gibt mir Lebensfreude, das tue ich einfach gern.